Frauenstimmrecht hat dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum. Ob wir die Gleichstellung schon erreicht haben oder nicht, über genau das reden wir heute in neuen Folge auf den Punkt mit mir, der Stefanie Gardemann. Ich war letzte Woche an einem Podium zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht. 50 Jahre, das ist ja noch ein relativ junges Alter. Es ist natürlich auch darum gegangen, wie erreichen wir die Gleichstellung heute. Von ganz vielen Orten ist nachher gekommen, es braucht unbedingt Quoten überall. Und wir haben ja in unserem Gesetz auch, dass in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten ein gewisser Prozentsatz von jedem Geschlecht muss drin sein. Ich bin da aber ein bisschen anderer Meinung. Die Frauenquote, die setzt sich ja eigentlich vor allem auf Kaderpositionen aus. Sie schaut nicht, dass im mittleren Management der Talentpool gefordert wird. Dort passiert einfach nichts, sondern es wird lediglich von oben angesetzt. Und ich glaube, das ist nicht das Ziel und auch nicht das, wofür die Frauen vor 50 Jahren gekämpft haben, damit wir abstimmen können. Wir haben nämlich andere Probleme, finde ich, und andere Orte, wo wir unbedingt ansetzen müssen. Einerseits ist das die Gewalt an Frauen. Auch in der Schweiz ist man als Frau nicht unbedingt sicher, wenn man am Abend nach Hause gehen will, oder muss sich zusammen überlegen, was lege ich an, damit ich sicher nach Hause komme. Das hat für mich mit Bildung und Kultur zu tun, die wir unbedingt ansetzen müssen. Aber auch unser Strafrecht zum Thema sexuelle Gewalt, da müssen wir schon noch mal ein bisschen drüber gehen. Weil ganz viele Strafdelikte sind das Vier-Augen-Prinzip, wenn das ein Mord ist oder und so weiter, dann verstehe ich nicht, warum das bei Vergewaltigungen so enorm sensibel behandelt wird. Und auch verstehe ich nicht, warum eine sexuelle Belästigung nur einen Buß gibt, aber zum Beispiel Ehrverletzungen, das kann bis zu 3 Jahre Gefängnisstrafe geben. Da müssen wir schon noch mal ein bisschen über die Bücher als Schweiz. Was auch ganz wichtig ist, finde ich, dass der Staat die Rahmenbedingungen gibt, dass jeder das Familienmodell verfolgen kann, das er gerne möchte. Dass die Familie das Pärchen selber auswählen kann. Bleibst du jetzt daheim, bleibt sie daheim, bleibt er daheim. Oder arbeiten beide 100%. Das alles muss möglich sein. Dass das aber möglich ist, müssen die Unternehmen auch Rahmenbedingungen haben und Anreize haben, dass sie flexible Arbeitszeiten gestalten können, dass sie selber entscheiden können, ob sie Teilzeit anbieten oder nicht. Das wäre zum Beispiel ein Modell, das man doch in der Pflege mal verfolgen könnte. Vielleicht würde das dort Entlastung geben und so wäre der Pflegebrauch auch wieder attraktiver für Familien. All diese Sachen sind wichtig, die ich finde, da müssen wir noch dran arbeiten, an der Gleichstellung. Die Schweiz war zwar relativ spät, erst 1988 ist die Haushaltsführungspflicht abgeschafft worden, wo ich sehr froh bin, dass es die nicht mehr gibt. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, damit wir Gleichstellung haben. Weil in der Arbeitswelt bin ich als Frau gleichgestellt. Ich kann genau gleich an die Uni gehen, ich kann das Gymnasium besuchen. Mir wird kein Stein in den Weg gelegt. Wir müssen das einfach nutzen und der Staat darf kein Modell bevorzugen, sondern einfach die Rahmenbedingungen, wie ich schon gesagt habe, geben, damit wir das Modell leben können, das wir gerne wollen. Was ist deine Meinung? Wo siehst du noch die Punkte, wo wir die Gleichstellung noch nicht erreicht haben? Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin auf den Punkt mit mir, Stefanie Gardemann.